Hallo liebe YouTube-Fans, willkommen wieder bei Frank macht's. Ich bin Frank und wir werden heute zu dem 78. Geburtstag meiner Mutter, Happy Birthday, werden wir eine schöne Schwarzwälder Kirschtorte machen. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze geht, es ist ganz einfach, bleibt dran, nach meinem kurzen Intro geht's weiter. Da seid ihr wieder. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Wir werden heute eine Schwarzwälder Kirschtorte machen. Die ist ganz einfach, weil wir brauchen im Prinzip nur fertige Tortenböden. Man kann sie auch selber machen, Biskuitboden backen. Dauert ein bisschen, also wer sich die Arbeit machen will, gerne. Super Sache. Ich mache das nicht aus Zeitgründen und werde fertige Böden nehmen, die sind auch super, gar kein Thema. Der Vorteil ist, ihr braucht nicht mehr backen. Ihr nehmt also Böden und das Schöne ist, ich habe das hier schon eingestellt, ich habe hier einen schönen Drehteller und dieser Drehteller hat den Vorteil, dass ich die nachher super einstreichen kann. Versteht ihr? So. Wir fangen aber ganz einfach mal an, indem wir die Tortenböden erstmal eben aufschneiden. Ihr braucht nicht viel Schwarzwälder Kirschtorte, wir machen sie ohne Alkohol. Ich behalte einen Boden über, da werde ich wahrscheinlich dann noch, hier habe ich noch Äpfel liegen, da werde ich wohl dann einen Apfelkuchen noch von machen. Das entscheide ich dann nachher. Fangen wir erstmal ganz normal an. Wir brauchen ganz viel Sahne. So, ihr habt hier so einen Tortenboden. Könnt ihr das Papier auch super drunter lassen. So, ich habe im Hintergrund ein bisschen Musik laufen. Ich hoffe, es stört keinen. Ist ein bisschen weihnachtliche Musik. Jetzt brauchen wir ganz viel Sahne. Ich nehme hier erstmal 3 Becher sind 600 Gramm. Wir werden noch viel, viel mehr brauchen. Aber damit fangen wir erstmal an. Ich nehme jetzt hier mal eine Glasschale und da werde ich schon mal Vanillezucker. Damit das eine festere Standfähigkeit hat, werde ich da auch Sahnestreifen reinmachen. Hat den Vorteil, die wird wesentlich fester, mehr so wie so eine Creme. Und man kann sie besser schichten. Und das ist nicht so luftig, dass das nachher in sich zusammendrückt. So, pro Becher stand da drauf ein Paket. Also 2 Pakete Vanillezucker, 2-mal Sahnesteif. Dann haben wir etwas weniger als die Angabe vorsieht. Aber das sollte schon gut sein. Ich dachte, das spritzt so über. Ich habe immer noch meine alte Maschine. Ist das nicht gut? Finde ich auch nicht. Ich habe mir schon neue Maschinen angeguckt von Kenwood und so weiter. Tolle Teile. Noch muss ich arbeiten. Weil so eine richtig gute, das war alles an möglichen Zubehörteilen bei, kostet knapp 1000er. Da muss ich noch ein bisschen Geld für zur Seite legen. So, ich habe hier nämlich so eine verstellbare Form. Die habe ich ja schon mal gezeigt von meinem Pfannkuchen. Die kann man schön verstellen. Die werde ich mir dann hier schön drumstellen. Kann man schön einstellen dann. Genau auf die Form, also genau auf den Tortenboden praktisch. Nur ihr seht den jetzt nicht mehr. So,
der ist jetzt so, dass der ganz stramm an der Kante liegt. Von dort unten. Hat den Vorteil, ich kann gleich die Sahne da reingeben, da wieder Boden drauf, Kirschen und so weiter und es bleibt alles, es läuft nichts aus. Und nachher kann man den dann Kaltständer, kann man den wegnehmen und dann hat man eine schöne saubere Torte. So, was macht unsere Sahne? Hier haben wir schon mal unseren Silikonspatel. Diese Sachen brauche ich alle später. Löffel zum Probieren. Könnte eigentlich ein bisschen süßer sein. Und dann nochmal ein bisschen Zucker reinmachen. Das machen wir einfach nicht nach Rezept. Gibt ja eigentlich auch kein Rezept, ne? Der eine mag das süßer, der andere mag es nicht so süß. Ich bin nicht so der ganz süße Typ, auch wenn man das nicht sieht. Aber eine leichte Süße sollte schon in der Sahne sein. Also. So, ja, das sieht doch gut aus. Guck mal. Zack. Ja. Ganz leicht süß. Das ist auch gut, weil wir machen die ja mit Sauerkirschen. So, den lege ich aber nur mal hier zur Seite, weil den brauche ich dann noch. Denn das wird noch lange nicht reichen von der Sahne. Geben wir hier mal einen Teil Sahne drauf. So, das könnt ihr jetzt natürlich schlecht sehen. Allerdings muss ich auch sagen, wie man sehen kann, der Ring ist natürlich sehr hoch. Und das hat den kleinen Nachteil, dass man natürlich nicht so flach arbeiten kann. Ne? Und ihr seht natürlich jetzt gar nicht so viel. So, aber man kann das ja, guck mal, man kann das schön dann drehen auf so einem Drehteller. Dann kann man das schön verteilen. Das geht ganz gut. Ja, im Prinzip seht ihr natürlich nachher nur das Ergebnis fast, weil ihr könnt ja hier nicht reingucken. Aber so, ich habe das jetzt so ein bisschen verteilt. Ungefähr so hoch. Den Kirschsaft kann man ja noch schön aufbewahren und auch trinken, ne? Mit Wasser verdünnt oder so. Das muss man ja nicht wegschmeißen. So, jetzt haben wir hier ein paar Kirschen. Die werden wir jetzt hier so ein bisschen drauf verteilen. Ein bisschen abtropfen lassen nochmal. So. Ich denke mal, das ist schon ganz gut. Soll ja auch nicht zu dick werden. Nehmen wir hier den zweiten Boden, lassen ihn schön runter und drücken ihn vorsichtig, also ein bisschen Druck muss sein, damit das schön fest ist und es kann ja auch nichts rausquetschen. So. Normalerweise kommt da auch ein ganz bisschen Alkohol oder zumindest Aroma rein. Viele trinken aber bei uns keinen Alkohol und deswegen lasse ich das. Und jetzt habe ich mir hier schön so eine kleine Sauerkirsch-Konfitüre geholt, die dann noch mit drauf kommt. Normalerweise machen wir unsere Marmeladen komplett alle selber. Wir haben nur leider keine Kirschen. Also eine Kirschmarmelade, wir haben alles. Wir haben Kiwi, Aprikose, Weintraube und was weiß ich was alles, was wir immer selber machen. Aber wir haben keine Kirschen im Garten. Und deswegen haben wir leider keine Kirschmarmelade. Muss ich die einmal kaufen dieses Mal. Aber das ist auch nicht so schlimm. Ist ja nur ein kleines Glas.
Aber ich finde selbstgemacht natürlich immer weitaus besser. So, mal gucken, wie die überhaupt schmecken. Ach ja, kann man essen. So, die verteilen wir jetzt auf den zweiten Boden. Fast wie Brot schmieren. Wie gesagt, das ist also eigentlich ja nur ein Zusammenstellen. Das kann eigentlich auch jeder. Also das traue ich wirklich jedem zu. Vor allen Dingen auch an Jugendliche, Kinder oder wie auch immer. Macht euren Eltern doch auch mal eine Freude und backt ihnen eine Torte. Sie werden bestimmt begeistert sein und sich freuen. Dann werden wir wieder ein bisschen Sahne. So, ich merke schon, wenn ich da so viel Böden nehme, ich glaube, die wird dann echt bis oben hin. Also das wird ein ganz schöner Klopfer. Wollen wir mal sehen. Da wird das schwindelig vom Drehen hier. So, machen wir nochmal wieder ein paar Kirschen drauf. Das sind jetzt zwei Böden. Ich glaube, wenn ich fünf mache, wie willst du die nachher noch essen? Da hast du ja einen Megaturm vor dir. Und was ist das denn hier? Guck mal, gekaufte Kirschen im Glas mit Stängel. Sowas geht ja gar nicht. Ich verklag die. Machen wir mal ein paar Schokoraspel. Vielleicht damit zwischen. Ich mache das auch nur frei Schnauze, wie ich mir das vorstelle. Also wie gesagt, ihr könnt da gar nichts falsch bei machen. Macht selber. Ja. Ich mache das auch nur so, wie ich mir das gerade vorstelle. Oh, ein paar Schokokrunches damit rein. Ups. So, dann kommt der Deckel. Schwupp. Also ich bin jetzt schon auf dieser Höhe. Aber eine Lage mache ich auf jeden Fall noch. Weil meine Mutter wird 78, die hat auch eine große Torte verdient. Das auf jeden Fall. Der Kanter von mir hat immer gesagt, wir haben keine Zeit, morgen ist Berufsschule. So, da haben wir nochmal 600, sind jetzt 1,2. Drehen lassen. Sahnestreif, Vanillezucker. Sahnestreif. Nochmal Sahnestreif. Oh. Sorry. Nicht das Päckchen. Guck mal hier, ich war heute Morgen beim Blut abnehmen. Mimi! Ihr wehleidigen Männer, ne? Tut immer noch weh. War Spaß. Aber ein bisschen Mitleid schadet ja nicht. Sorry.
aufpassen, dass man die nicht überschlägt, dann wird es nicht Butter. Dann wird die kriselig, die Sahne. Und das ist natürlich dann nicht mehr ganz so lecker, wenn die so kriselig wird. Und das ist schon ein bisschen... bisschen länger, dann wäre die schon, dann wäre die griselig geworden. Also das ist noch alles okay jetzt. Das geht nämlich auch schnell bei Sahne. Und man will ja keine Butter. So. Machen wir das Laie-Zauberspiel hier. Schön verteilen. Ich kann ihn natürlich nachher nicht im Anschnitt zeigen. Vielleicht später, dass ich dann, wenn wir die am Essen sind, dass ich dann noch mal ein Foto mache oder so. Weil ich kann ja schlecht meine Mutter, meiner lieben Mutti, eine schwarze Kirschtorte machen und die dann einfach nur, damit ihr dann ein Bild habt, also jetzt vom Anschnitt, sagen, ja, musste ich jetzt schon mal anschneiden, ne? So machen wir das. So, machen wir hier nochmal ein bisschen Überraschung rein. So, ohne Hahn. Den nehmen wir als Deckel. Mal schön andrücken. So. Und jetzt machen wir ein ganz bisschen dünne Schicht Marmelade oben drauf, dann ist die nämlich auch leer. Weil ich bin ja kein Marmeladenesser. Aber ihr seht schon, ein ganzes Glas Marmelade, Kirschen, Sahne. Viel Spaß bei der nächsten Diät. Aber da darf man auch nicht nachgehen. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit und so an Geburtstagen, mein Gott, da muss man auch mal, darf man auch mal sündigen. Und dann isst man halt eine Woche Salat. Jetzt kommt da Sahne oben drauf. Das ist der Deckel. Und ich muss doch Sahne machen. Also 1,2 haben wir jetzt schon drauf, wie ihr gesehen habt. Gucken wir mal, dass wir das alles schön glatt in einer Höhe kriegen. Kaffee ist so ein Drehteller, echt genial, ne? Du kriegst nur einen Drehwurm beim Gucken. Jetzt mal eben für, sagen wir mal, eine Viertelstunde. Draußen ist minus 5 Grad. Das ist reicht, wenn die wohl so eine Viertelstunde mal draußen steht, dann zieht die ein bisschen an. Dann mache ich den Ring ab, dann streiche ich die ringsrum ein. Okay? Bis gleich. So, wir haben die jetzt ein bisschen abkühlen lassen. Die ist auch schon schön angezogen. Ich muss jetzt hier nochmal die Sahne zum Verzieren machen. Mal ein bisschen Sahne steif rein. Also wir haben jetzt insgesamt 1,8 Liter Sahne. Viel Spaß bei der nächsten Diät. Wir haben hier den abgefüllten Kirschsaft. Habe ich ein bisschen mit Wasser verdünnt. Sehr lecker. Ah, lecker. So, in der Zeit können wir jetzt schon mal den hier wohl lösen. Vorsichtig. Ja.
Jetzt guckt euch das Ding hier an. Ah, geil. Sehr schön, die Höhe ist auch super. Die wäre sonst auch zu hoch geworden, wenn ich die anderen noch gemacht hätte. So, hier haben wir die Sahne schon fertig. Dann machen wir den Krachmacher weg hier. So, das reicht jetzt aber auch an Sahne. Würde ich mal so behaupten. Und jetzt gehen wir mit so einem Schaber zum Beispiel, nehmen Sahne. Und dann gehen wir an der Seite lang und ziehen die auf. Seht ihr das? Ja. So, vielleicht mal von dieser Seite kann man das auch sehen. Da muss man dann so zwei, dreimal auch rumgehen. Aber dann habt ihr auch eine schöne Sahnekante. Die ist auch relativ dünn. Dafür ist so ein Drehteller echt mega, ne? Das ist fast wie, als wenn man auf der Baustelle irgendwas spachtelt. Sollte ich mich mal zum großen Backen anmelden. Aber ich glaube, dafür bin ich noch nicht gut genug. Ist ja auch nur ein Hobby. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das können. Ich stelle mich gar nicht mal so doof an. Also, das sieht doch schon mal echt toll aus. Und jetzt können wir noch eine 78 machen. Das wäre doch ein Gag. Fand ich eine ganz originelle Idee, als statt nur so irgendwie so Kirschen hier hoch zu tun, haben wir jetzt hier, da sind Sauerkirschen drin und die sind nur mit so einem Schokomantel umzogen, also ein Knack.
Und da suchen wir uns mal ein paar schöne raus, die wir hier drauf tun. So, was meint ihr dazu? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von meiner Schwarzwälder Kirschtorte haltet, vom Eindruck her. Ihr könnt sie ja leider nicht probieren, würde ich sie ja gerne mit euch teilen. Aber ist doch eine tolle Idee, oder? Meine Mutter wird sich freuen. Die haben ja auch immer alles, ne? Die Alten, die haben ja alles. Wenn ihr die fragt, was wünscht ihr euch oder sowas, ich hab ja alles. Ist ja auch völlig in Ordnung. Dann habe ich gesagt, was wünscht du dir denn? Oh, du kannst mir eine schöne, leckere Torte machen. Ja, was denn? Schwarzwälder Kirsch, mache ich dir. Was wir nicht alles für unsere Mütter tun, oder? Sie tun doch auch immer alles für uns. Hätte ich auch vielleicht mit der Sahne die 78 nach dem Schoko aufmachen können. Jetzt muss ich nachher ein bisschen sauber machen wahrscheinlich. Aber wie kriegt man das sonst an die Seite, oder? Wisst ihr das? Das ist jetzt so meine... meine Idee davon. Oh. Alle. Jetzt muss ich hier von der Seite arbeiten. So, was sagt ihr dazu? Man sieht auf jeden Fall, dass sie selbst gemacht ist. Würde ich sagen. So, einmal hier abwischen. Schon Kilo jetzt fast mehr drauf, nur vom Finger ablecken und so. So sieht das aus. So, das tun wir mal zur Seite. Hier ist noch ein bisschen Sahne drin. Ich mache ja gleich noch einen Apfelkuchen und da kommt ja auch ein bisschen Sahne drauf, eine dünne Schicht. Und da haben wir dann ja noch Sahne über. Da brauchen wir auch nicht viel. So, was haltet ihr von meiner Torte, ob sich meine Mutti zum Geburtstag freut? Ich denke ja. Könnt ihr das sehen mit der 78? Ich zoome das gleich noch mal kurz ran. Wie ihr diese Torte jetzt macht, habt ihr gesehen. Im Grunde Fertigböden, Sahne, Kirschen und so weiter. Ihr könnt ja auch andere Obstsorten nehmen. Schichten, Schichten, Schichten. Am besten auf so einem Drehteller könnt ihr wunderbar arbeiten. Also das ist echt, den möchte ich auch nicht missen. Und ratzfatz habt ihr eine schöne, guck mal, also das hat gar nicht lange gedauert. Halbe, dreiviertel Stunde würde ich sagen, habe ich jetzt mit allem rumgebastelt hier. Super Ergebnis, ich bin super zufrieden, meine Mutter wird sich tierisch freuen, denke ich. Vielleicht nicht über die 78, über das Alter, aber über die Torte auf jeden Fall. So, ich sage erstmal Dankeschön, ich mache gleich noch ein zweites Video mit den Resten, mit einem Apfel, da kommt gleich aber noch, da kommt dann noch ein neues Video zu. Ich danke, dass ihr wieder schön und fleißig zugeguckt habt. Vielleicht habe ich euch Anregungen gegeben und ihr hattet da genauso viel Spaß und Freude dran wie ich. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Das war's von mir, Frank, für euch bei Frank macht's. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Christmas night.
So, liebe Leute, jetzt könnt ihr mal eben kurz, nachdem meine Mutter die hier angeschnitten hat und die Gäste die gierig vertilgt haben, könnt ihr noch mal eben einen Anschnitt von der leckeren Torte sehen.